Morgen, Shuttle Reno. Guten Morgen, ihr geilen Schnecken. Ja, das ist aber Einbahnstraße hier. Ah, okay. Jetzt, ich bin Deutscher. Auch nichts helfen. Ich fahre jetzt so. Aber was haben die für eine komische Verkehrsregelung hier? Ja, weil die haben sie einfach nicht immer an den Sander hier. Wir sind hier in Schiffen, nennt sich das. Das sind Himmelslaternen. Wir lassen heute auch Himmelslaternen steigen. Allerdings erst, wenn es dämmerig ist, weil es dann schöner ist mit dem Licht. Und die scheinen hier einfach nur ein paar Meter zu fliegen und dann kommen die schon wieder runter. Wenn die Feuer gefangen haben, dann dingsen die wieder runter sozusagen. Guck mal, hier kann man es auch sehen, Hase. Ja. Oh ja, das ist cool. Ne? Also hier gibt es auch eine Bahnstrecke, die ist, glaube ich, oben, wenn mich nicht alles täuscht. Wo oben? Ja, irgendwo hier oben drüber. Ach so, ja. Da kommen wir später auch noch hin. Das ist cool. Hat halt eine sehr lange Tradition. Ist da Waterfall? Danke. Oh, so, hier ist das. Parkplatz hier. Und Happiness Café. Da bin ich ja mal gespannt. 9 bis 16:30 Uhr, genau. Da müssen wir hier rein. Und da hinten ist der Wasserfall. Das ist wahrscheinlich Schiefen einmal so Wasserfall. Visitor Center und dann geht's da rein. Ich hab halt der macht jetzt gleich zu, Hase, in 10 Minuten. Wir haben 16.20 Uhr. Estimated time of arrival and food is 50 minutes. Ja, dann können wir trotzdem einfach rein und gucken. Ja. Oh, Chat, das ist cool. Guck mal. Oh, guck mal, die fahren auch mit der Drohne. Die fliegen, meine ich. Oh, Chat, wie schön. Ui. Das ist wackelig hier, Chat. Da oben höre ich den Zug. Boah, ist das ein komisches Gefühl. Das ist alles am Wanken und am Schwanken, Chat. Spannung steigt. Aber sieht jetzt schon cool aus, finde ich. Alles ist jetzt. Boah, die schwankt voll. Jesus. Boah. Junge. Wer nicht hüpft, der ist kein Deutscher. Hey. Hey. Wer nicht hüpft, der ist kein Deutscher. Hey. Hey. Zack.
Ui. Ich muss sagen, sehr, sehr schöner Wasserfall. Der Waterfall war nice. Ne? Oh Gott, diese asiatischen Babys, die sehen alle so süß aus. Die sind so knuffig, ne? Ja, Chat, das hört ihr schon an den Geräuschen, ne? Hier wird es immer lauter und lauter. Guck mal, was die da machen. Ah ja, bemalen diese Himmelslaternen, ne? Ah, hier ist auch die Bahnstrecke, siehst du? Sustainable steht da. Da steht die Bahnstrecke. Ah, guck mal hier. Oh, da können wir mal durchlaufen. Hier geht der geile Shit ab, Chat. Kommt, da vorne brennt schon eine Laterne. Wir gehen mal schnell kicken. Mit 4 Farben 250, mit 8 Farben 350. Also 10 Euro versus 8 Euro, glaube ich. Hallo. Ja, thank you. Also, da oben kostet die Laterne 150. Okay. Wenn wir eine Farbe nehmen, das hat mir gerade eine Taiwanesin geholfen, mhm, der das mir gerade erklärt und übersetzt. Und wir können die da drin dann in Ruhe bemalen. Ja. Also, wir könnten sie uns jetzt holen. Boah, die geht aber richtig ab hier. Hallo. Ja. Möchtest du rot, rosa oder weiß haben? Ich glaube rosa. Rot ist zu dunkel. Auf rosa kann man besser lesen. Man muss überlegen, dass man die halt auch beschriftet. Und da ist es dann halt in schwarz. Ne? Das wird jetzt aufgehangen. Und dann kann man das bemalen. Und die Dame hat mir gerade geholfen, das zu übersetzen. Ah ja. Ja. Ah, das bedeuten die. Das sind die Farben, die die bedeuten. Also pink ist happiness. Mhm. Orange ist good luck, Fortschritt. Und was haben wir denn jetzt? Everything. Wir haben jetzt pink. Also pink. Das ist wahrscheinlich für die pink. Happiness. Happiness, genau, richtig. Okay. Ja. Na cool, dann stelle ich den Chat hier hin. Boah, künstlerisch, Junge. Jetzt will ich das von der Seite bemalen, Chat. Kannst du mir einmal helfen, das einmal so umzudrehen, von der Seite her? Und ist das gut, Chat? Ja? Ist das okay für euch? Sorry, travel around the world, doing this as a live stream, and this is our job. Well, there's a lot of symbolism to these lanterns. Glück, Gesundheit, was brauchen wir noch? Frieden, ne? Liebe. Liebe ist auch gut. Liebe ist das Allerwichtigste. Ja. Dann mal dein Handy. Das war's. Thank you. Er hilft uns jetzt. Change? Ja. Okay. Vier Pictures. Geh mal hoch auf die Gleise. Okay, Chat, haltet euch fest. Jetzt geht's los, Chat, mit allen Glückwünschen, die wir haben, für alle. Okay. Picture? Hold it, test it. Holding here? Yeah. Oh, okay. 1, 2, 3, go! Chat. Oh, Chat the Reno. Sheshe, thank you. Beautiful. Beautiful. Thank you so much. Ja. Also die geht immer noch steil. Der einfach war, ne? Ja. Der hat einfach alles gemacht, damit wir den Moment nicht vergessen. Geht immer noch steil. Die andere kommt schon wieder runter, glaube ich. Die geht weiter, Chat. Die geht weiter. Die geht hoch wie Sau, Junge. Die geht einfach mal hoch.
Ja, es wäre geil, wenn wir jetzt mit der Drohne nachgeflogen wären. Ja, stimmt. Also hoch ist keine andere, ne? Da, die ist höher als alle anderen aktuell. Das kannst du dir nicht ausmalen. Guck mal an, wie weit die fliegt. Wir haben alles auf einmal, Chat. Alles da. Vorher noch gedacht, hier ist nichts los. Achtung. Schatz. Sofort wieder auf die Schienen. Ich spitze meine Liebe, was machen wir? Oh, oh. Schatz. Geil, ah, ja. Junge. Hello. Can you speak English? Yes. We are live streamers and we are live now. And our community saw the two kids and they want to give them the two balloons. Oh, yeah. This two. Actually, we have four. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. I feel bad now. Thank you so much. But they can share, I hope. Hello, guys. Yeah, you're welcome. Yeah, yeah, yeah. Perfect. Perfect. Make my day. Bye-bye. Bye-bye. Also, warum man das eigentlich macht, das hat eine Tradition und das hat auch eine Bedeutung. Das ist nicht einfach so, oh ja, ich kaufe mir jetzt einen Luftballon und ich mache das. Sondern es ist tatsächlich, die Leute pilgern hier einfach hin, weil das hier Tradition ist. Und die machen das, um Wünsche in den Himmel zu schicken. Das ist eigentlich das Erste. Wie nett diese Menschen hier einfach sind. Ich fasse es einfach nicht, wenn Dampf rauskommt. Junge, Junge. Vor allem, der brennt gleich schon. Ja. Wow! Ja, schon gleich durch. Yay! That's your wish. Wishes. Also man steckt seine. Mhm. Man kommt hier hin, um seine Wünsche in den Himmel zu schicken. Und darum zu beten, dass sie in Erfüllung gehen. Yay! Yeah! Da der Opi sich ein bisschen was verdient. Tschüss. Thank you. So. Auf diese schöne Aktion. Ich liebe sowas einfach. Vielen Dank für diesen schönen Stream heute. Danke sehr, Chat. Und Prösterchen.